Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei euren Amüsiertabletten mit eurem Crunchkau, der in der letzten Folge mächtig auf die Fresse gekriegt hat. Und die herrlichen Kilrathis wurden kaputt gemacht und wir mussten neu starten. Ich weiß, für euch ist das manchmal nicht ganz einfach, wenn wir dann wieder neu anfangen. Dann haben wir wieder eine ganze Menge Leerlauf und müssen halt auch wirklich wieder von vorne anfangen. Das heißt, ich fange jetzt hier wieder an, die ganzen Geschichten von vorne zu erforschen. Das ist für euch nicht ganz so interessant manchmal, aber so ist halt das Spiel. Wenn wir auf die Fresse gekriegt haben, verloren haben, sehe ich nicht ein, dass ich dann zurückspule, sage, ah, wir machen jetzt alles anders und dann ist es so. Wir müssen damit leben, dass alles, was wir tun, eben Konsequenzen hat. Wir sind jetzt im Iron Man-Modus. Das heißt, hier hat sowieso alles, was wir tun, Konsequenzen. Tut mir leid. Jetzt müsst ihr halt wieder von vorne anfangen. Vielleicht mache ich auch nebenbei ein bisschen was offline, aber dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich nehme euch die Möglichkeiten weg. Gegebenenfalls selbst zu entscheiden, was ihr sehen wollt und was nicht. Wir fangen auf jeden Fall neu an. Werden mal gucken, ob wir vielleicht mal ein bisschen was besser machen können. Ich gebe die Hoffnung ja nicht auf. So, wir gucken gleich mal, wenn wir schon das Forschungsschiff haben und das hier alles sich anguckt, dann kann es gleich das und das System erkunden. Wir haben mal mit einer anderen Startkonfiguration angefangen. Wir fangen mal mit Laserwaffen an. Nicht, dass ihr euch wundert, was ich hier tue. Bergbaustation ist abgeschlossen. Super. Gucken wir mal, ob die hier noch irgendwas rausgehen. Nee. Mehr ist es nicht. Die geben jetzt hier noch Mineralien. Die geben Knete. Auf Kilra Prime gucken wir mal, wie die Oberfläche aussieht. Hier wird gerade ein neuer Kilrathi geboren. Wir haben jetzt aber auch nicht so viele Möglichkeiten, hier noch was zu bauen. Deswegen müssen wir jetzt auch mal ein bisschen abwarten, die anderen Systeme erforschen und versuchen erstmal auch alles dafür zu tun, dass wir dann noch ein bisschen was an Mineralien reinkriegen, an Geld da reinkriegen. Ja, lief dann doch eher suboptimal. So, das eine ist erledigt. Okay, jetzt holen wir uns hier noch die Credits raus. Ist auch immer so ein bisschen Zufallsprinzip, wie die Galaxis dann aussieht. Wir haben jetzt auch eine andere Galaxis genommen mit 4 Armen. Das heißt, hier drumherum kann man nicht überall lang fliegen. Hier zum Beispiel ist eine Lücke zwischen, das klappt nicht. So, hier haben wir auch eine ganze Menge Credits, die wir ansammeln können. Das Konstruktionsschiff kann jetzt hier rüberfliegen und kann hier eine Bergbaustation schon mal bauen. Und dann gucken wir mal, wie weit wir sind. Wenn jetzt irgendwo ein System, wo man jetzt sagt, mein Gott, das ist jetzt aber praktisch hier. Weil dann würde ich mal kurz sagen, gehen wir danach. Wenn das System erkundet ist, fliegen wir hierhin, 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 hierhin und drehen so einen Kreis, damit ich mal gucken kann, wo ich gegebenenfalls einen Außenposten hinsetze. Anomaly found. Ja, gleich mal erforschen, wenn wir schon da sind. Sollen sie die Anomalie gleich erforschen? Das sind ja teilweise dann wieder die ganzen Sachen mit hier sind da irgendwelche Kristalle, hier ist irgendwo was, was weiß ich was. Im Optimalfall ist es ein Schiff. Forschungsstation bauen wir noch. Wir verdienen gerade genug. Wir gucken jetzt mal auf Kilra, wie es da aktuell aussieht mit den Bewohnern. Da wird ja hier einer generiert. Wie sieht es denn überhaupt aus? Essen haben die erstmal genug. Bedauerlich. Es gab also nichts, was man da hätte bauen können. Alles klar. Wir versuchen die Forschung mal gleich mit ranzukriegen. Wir müssen nur halt gucken, dass wir auch irgendwie im Rahmen System bleiben. Survey complete. Situation Log updated. Jetzt schon ein Alien-Schiff gefunden? Das ist ja
Das wäre Situation Log updated. Evading hostile fleet. Beta Aliens, das könnten jetzt schon Amöben sein. Situation Log updated. So, das Forschungsschiff kann dann eben hierhin, dann hierhin. Ne, dahin, dahin, dahin. Dann machen wir den Arm ein bisschen kleiner. Hier ist echt nicht viel zu finden, ey. Das ist ein bisschen übel. Situation Log updated. Evading hostile fleet. Auch hier haben wir dann schon die anderen Aliens gefunden. Läuft bei uns. Upsa. Ja, dann sollen die eben zurück und danach mal hierhin fliegen. So, da haben wir unsere Forschung schon mal vorangebracht. Warten jetzt mit dem Konstruktionsschiff vielleicht mal ganz kurz ab. Wir verdienen gerade ganz gut an Mineralien, dass wir dann auf Kilra mit vielleicht, wie viel brauchen wir denn? 90, glaube ich. Ne, 60 maximal, dass wir auf Kilra jetzt, wenn der Einwohner hier fertig ist, ein Kraftwerk bauen. Special Project complete. Ja, dass wir da so verloren haben, ist bitter. Special Project complete. Situation Log updated. Warum sind denn die überhaupt jetzt hier? Ihr fliegt mal wieder dahin und begebt euch mal wieder in Orbit, dass wir hier ein bisschen mehr Bags, dass wir hier ein bisschen was dazu bekommen. Special Project complete. Situation Log updated. Wir werden jetzt mal hier das System erkunden danach. Und dann das System erkunden danach. Müssen mal gucken. Hier sind ja so Arme teilweise. Hier kann ja niemand zwischenkommen, aber hier gibt es auch echt wenig. Construction complete. Alles klar. Das ist schon mal erledigt auf Kilra Prime. Das ist super. Bin jetzt da, der gleich da ist. Hier könnte man noch eine Mine draus machen. Und hier eine Kulturfarm. Neue Forschung. Das hier. Können wir theoretisch hier eine Mine draus machen. Ne? Zack. So. Und hier machen wir dann, wenn wir wieder 60 haben. Ja, brauchen wir eigentlich noch nicht, ne? Naja, eigentlich nicht. Ist ja noch alles okay. Ist ja noch alles okidoki. Was gibt's denn hier? Nicht sonderlich viel, wie es scheint. Research complete. Super, dann haben wir das Ingenieurlabor schon mal fertig gemacht. Machen wir das hier als nächstes. System Survey complete. Ja, viel ist das nicht, was es da gibt. Aber es gibt einen bewohnbaren Planeten da. Und zwar Bags. Construction complete. Und 21 ist das auch gar nicht schlecht. Ja, mal ein bisschen Mineralien noch weiter verdienen hier. Research complete. Physiklabor ist schon mal fertig. Forschungsgeschwindigkeit, Speicherkapazität, Forschungsgeschwindigkeit. Da möchte ich dann doch zuerst drauf gehen. Gut, wenn wir jetzt Mineralien verdienen ohne Ende, dann können wir jetzt hier auch nochmal die Forschungsstation bauen. Aha, wir haben Einfluss verlangt, alles klar. Außenposten bauen muss man jetzt noch nicht. Anführer, Wissenschaftler hat eine neue Stufe erreicht, das ist super. Und danach kann er hier auch eine Forschungsstation bauen. Dann bauen wir jetzt hier erstmal die Forschungsstation doch nochmal aus. Wir verdienen ja jetzt gerade gut. Daran sollen wir ja nicht geizen dann. System Survey complete.
So, hier sind die auch schon mal fertig. Ja, zwei Mineralien, zwei Dingens, aber kein bewohnbarer Planet. Hier ist irgendein Nebel. Situation log updated. Oh, das scheinen ganz normale Aliens zu sein. Also ganz normal in Anführungszeichen. Schon die ersten Aliens oder andere Rassen, die wir gefunden haben. Das geht jetzt alles ein bisschen schneller, habe ich so ein Gefühl. Ist ja aber auch nicht schlimm. Finde ich. Gut, wenn die hier fertig sind, dann sollen sie hier einen Außenposten bauen. Dann verbreitern wir uns halt hier ein bisschen runter. Müssen wir mal gucken, was dann machen. Special Project complete. Ja, super. Wollen wir uns das mit denen gleich verscherzen? Ne, die sind militaristisch und fanatisch-kollektivistisch. Da schicken wir mal eine Botschaft hin. Rivalisieren müssen wir noch nicht. Wir haben jetzt mehr als genug Einfluss gerade. Das Forschungsschiff hingegen kann aber mal hier hinfliegen. Forschungsschiff kann ja mal hierhin fliegen und dann als nächstes das System erkunden. Manchmal habe ich das Gefühl, es reagiert auf die Steuerung ein wenig ungenau. Gucken wir mal, wenn wir darüber fliegen, was dann passiert. Das liegt auch im Bereich von Comba 9 auf Askel, Oppelschei, was weiß ich. So, ein Wissenschaftler ist weitergekommen. Das ist ja super toll für ihn. Das stimmt mich ja richtig zufrieden. Evading hostile fleet. Ah, 105, okay. Können wir natürlich auch mal hier unser... Haben wir denn schon so einen Laden? Nee, haben wir nicht, alles klar. 1, 2, 3, 4, komm. Hau raus, die Flotte. Ein bisschen was müssen wir ja tun. Kommen wir darüber? Ja, kommen wir. Mal das erkunden, mal das erkunden, mal das erkunden. Vielleicht können wir da ja irgendwas machen. Jetzt haben wir gleich den Außenposten fertig hier. Tudum, unsers. So, das Konstruktionsschiff kann dann gleich anfangen. Die Bergbaustation gleich zu bauen. Situation log updated. Evading hostile fleet. Ja, super. Dann sind wir ja schon auf die nächsten doofen Deppen gestoßen. Ja, wir kommen ja kaum weiter hier, ne? Dann müssen wir mal hier rüber fliegen. Kommen wir darüber? Ach, es hätte so einfach sein können. Oh, nee, da kommen wir ja gar nicht hin. Ja, wir versuchen es mal. Oder warte mal. Wir fliegen mal hier hin und dann fliegen wir hier hin und dahin. Mal gucken, was da dann passiert. Warum erklärt ihr uns denn, ihr Napfkuchen, warum erklärt ihr uns denn hier... Ach, wisst ihr was? Da. Dann macht doch, was ihr wollt. Wir bauen jetzt hier eine Flotte. Ja, die sind wahrscheinlich angepisst, weil ich gesagt habe, wir bauen uns hier auch aus. Das wird denen vermutlich nicht gefallen haben. Evading hostile fleet. Ach komm, sind hier überall irgendwelche Sachen? Snurft. Construction complete. Kirat seine Baureihe beendet. Was haben die denn? Ach ja, hier. Die haben sie ihre Baureihe. Alles klar. Kirat Wüstenplanet.
Dingens können wir ja eh noch nicht bauen, ne? Kolonieschiffe haben wir noch gar nicht erforscht. Kann Kilra Prime in der Oberfläche jetzt irgendwas ändern? Ja, da könnten sie jetzt nochmal... Ach, das haben wir noch gar nicht gelernt. Wir könnten jetzt hier nochmal... Ne, können wir nicht. Weil da uns die Dingens für fehlt. Macht nix. Wir warten Special mal ganz Project kurz complete. Situation log updated. Wir bauen da nochmal eine Mine hin. Ja, wobei... Wir bauen wahrscheinlich erstmal hier eine Hydrokulturfarm hin. Und dann gucken wir mal weiter. Research complete. Yay, Research complete. Das hier, das Kolonieschiff. Das klingt gut. Dann würde ich natürlich ganz gerne mit dem Konstruktionsschiff hier eine Forschungsstation bauen. Ah, alle Anfänge im Spiel ist wieder schwierig, ne? Forschungsgeschwindigkeit ein bisschen erhöht. Erkundungsgeschwindigkeit, Gravitationssensoren. Ja, das nehmen wir mal. Das lässt sich ganz schnell erkunden. Ja, so kann man fällen, aber ich glaube, es ist sehr hilfreich, wenn man, wenn man untergeht, sage ich jetzt mal, ne? Ich hatte vielleicht auch die falschen Starteinstellungen dafür getroffen. Wie? Hat nichts zu tun. Hier geht's Kraftwerk. Das soll ja auch nicht sein. Wir wollen ja auch, dass die Leute ganz normal arbeiten können. Hey. Weltraumwahl? Das ist ja lustig. Der ist gleich wieder weg. Okay. So, hier noch die Forschungsstation bauen. So, und das wird fertiggestellt. Dann hat der hier gleich auch Arbeit. Dann verdienen wir auch gleich wieder ein bisschen mehr. Construction complete. Ja, zack, das ist fertig. Da verdienen wir auch gleich ein bisschen mehr. Das ist super. Wenn wir mal ganz kurz die Kirafi-Flotte nochmal wieder ein bisschen ausbauen. Ich habe nämlich Sorge, ganz klein wenig Sorge, dass der schon uns auf den Sack gehen wird. Verbesserungen haben wir natürlich noch nicht drin. Ich werde mal gucken, ob wir als allererstes so ein bisschen Waffen und Co. bauen können, um unsere Flotte complete. Zu verstärken. Ich habe nämlich das Gefühl, dass wir da ein Problem haben. Ionentriebwerk? Oder ein Bergbaunetzwerk? Ne, erstmal ein Ionentriebwerk. Damit wir vielleicht ein bisschen schneller werden. Yay! Ich meine, wir verdienen ja hier auch ordentlich an Krams, ne? Also kompletter Montagebereich. Wir müssten natürlich auch erstmal den Raumhafen verbessern. Aber eigentlich brauchen wir dann erstmal gleich das Kolonieschiff, um weiterzumachen. Weil wenn wir den anderen Planeten hier kolonisieren würden, würde uns das schon mal einen Schritt weiterbringen, nenne ich jetzt mal. Das sage ich jetzt mal dazu. Wie zufrieden seid ihr denn, meine kleinen Homies? Ja, das ist doch, das nenne ich doch mal zufrieden. Die hier könnten schon aufrüsten, dann könnten wir mehr Nahrung rausholen. Nochmal Mineralien oder Knete? Nochmal ein Kraftwerk. Ja, und schon sind wir am Ende der neuen Staffel. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich auf die Fresse kriege, werde ich die Staffel beenden und werde die Staffel 2 da reinklatschen. Ich nenne das jetzt dann Staffel 2. Wir haben es dann nochmal versucht, das ist jetzt Staffel 2, bla. Und wenn ich sehe, der ist mir unterlegen, dann haue ich ihn weg. Ich muss anscheinend so kriegerisch hier vorgehen, um meine Existenz zu sichern.
Dann haue ich den einfach weg. So, vielen Dank dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Ich freue mich über Kommentare, über Feedback. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Euer Crunchcore sagt bis dahin, haut rein. Ciao.